Hallo und herzlich willkommen zum Bodymeter News Corner. Heute mit den folgenden Themen. Position Physio und Heal 11 beschließen strategische Partnerschaft. Les Mills und John Reed Fitness kooperieren. Jan Scherzer übernimmt Vertriebsspitze bei eGym. RSG Cube Spain erwirbt Homesplay Spain. Und mit Armbar ist ein neues Freihandelssystem auf dem Markt. Heal 11 und Position Physio haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Beide Unternehmen möchten zukünftig gemeinsam daran arbeiten, dass sich Physiotherapiepraxen zukunftsfähig aufstellen können. Gemeinsames Ziel ist es, Lösungen zu bieten, sodass innerbetriebliche Prozesse angepasst und Physiotherapeuten zukünftig noch effizienter und nachhaltiger arbeiten können. Vor allem durch innovative Softwarelösungen soll die Vision einer digitalen, modernen und kundenorientierten Patientenreise in der Physiotherapie vorangetrieben werden. John Reed Fitness bietet seinen Mitgliedern exklusive Workouts von Les Mills, dem neuen Premium-Partner für den Kursbereich, an. 8 John Reed Studios in Deutschland starten mit Kursen von Les Mills und großen Lounge-Events, um das neue Angebot bei den Mitgliedern zu platzieren. Mindestens bis zum ersten Quartal 2023 können sich Trainierende in den John Reed Studios auf Gruppenworkouts und Member-Events freuen. Jan Scherzer wird zum neuen Country Director und Head of Sales bei eGym für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz ernannt. Mit seiner neuen Position als Country Director und Head of Sales im Dachraum folgt er auf Christoph Bischoff. Der Chief Customer Officer des Unternehmens hatte die Vertriebsleitung seit 2020 inne. Jan Scherzer war seit April 2022 als Senior Business Manager im Team von Christoph Bischoff tätig. Christoph Bischoff möchte sich ab sofort wieder mehr auf das globale Geschäft von eGym konzentrieren. Die RSG Group Spain hat Homesplay Spain erworben. Durch die Übernahme zählen seit dem 13. Juli 5 Homesplace-Anlagen in Barcelona und Madrid zur RSG Group. Laut einer Mitteilung wird sich auf operativer Ebene an der Führung der Geschäfte von Homesplace nichts ändern. Sowohl die Mitarbeiter, die Angebote, die Marke als auch die Preise bleiben erhalten. Homesplace wurde 1980 gegründet und die Marke ist seitdem an 100 Standorten in 7 Ländern vertreten und im High-End-Segment positioniert. Die Armbar ist ein neues, in Deutschland entwickeltes, patentiertes und produziertes Freihandelssystem. Mit dem Widerstand aus Pendel und Gewichtskraft können neue Reize gesetzt werden. Jeder einzelne Muskel kann spürbar besser beansprucht und damit der Trainingserfolg gesteigert werden. Zudem bietet die Armbar während des Trainings 100% Bewegungsfreiheit und stärkt somit Koordination und verbessert die Stabilität. Dementsprechend lassen sich nicht nur Übungen, sondern auch Bewegungsmuster abbilden. Und zum Schluss wie immer noch ein Blick auf die anstehenden Events. Am 6. August findet der Proxomed Gesundheitstag Ost in Neuenhagen statt. Am 13. und 14. August die World Fitness Experience in Essen. Am 2. September ist in Hennef die Athletikkonferenz. Und am 15. September begrüßt DHZ seine Gäste zum Partnertag in Berlin. Das war's schon wieder für heute mit dem Bodymedia News Corner. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da und teilt das Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.